Abend zusammen und weiter geht's mit Total War Warhammer 2. So, ja, wir haben den Ork-Aufstand, nenne ich es einfach mal, wieder zurückgeschlagen. Über den Südosten, über den Gebirghang, da kommen jetzt die nächsten zwei Armeen und da freue ich mich jetzt drauf. Das wird, denke ich, mal eine richtig coole Schlacht. Und ja, wo die Chaos-Armee abgeblieben ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob die oben abgefangen worden, sich da ausbreiten oder ob die zu mir noch runtermarschiert kommen. Auf jeden Fall, ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich möchte eigentlich echt schon länger in den Süden, um der Hauptmission folgen zu können. Vielleicht spiele ich auch einfach zu defensiv, musste einfach durchlaufen und auch in Kauf nehmen, dass mir im Nachgang quasi die Siedlungen hinter mir wieder weggenommen werden. Das Ding hier sieht auch cool aus. So, da sind wir. Ja. Sehr schön, sehr schön. So, Manfred. Angriff. Er zieht sich zurück. Okay. Schade eigentlich. Aber das Schlauste, was er hätte machen können, sich zurückzuziehen, um dann mit der Zweitarmee zusammenzukämpfen. Und ich fliege aus dem Spiel raus. So, da bin ich wieder drin, kurz rausgetappt. Und die Korruption hier, die breitet sich echt gut aus. Man sagt, ihr genießt den Sieg. Man sagt, ihr verbringt mehr Zeit mit dem Bau von Denkmälern an vergangene Kriege als mit der Verwaltung des Reichs. Man sagt, ihr seid ein Narr. Führerschaft, Kryptierungskosten. Vielleicht eine bescheidene Vorgehensweise? Ja, das denke ich nicht. Ach, guck mal, da kommen die Schweine hinten rum. Boah, ich finde das so nervig, dieses Rumgetunnel. Tote wecken. Komm, Einkommen stärken. Ich brauche mehr Zaster. Aber jetzt flitzt der nämlich auf Marsch hinter mir rum. Und ich hole ihn jetzt wahrscheinlich nicht. Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, ich hole ihn jetzt wahrscheinlich nicht ein und dann ist alles im Eimer hier. Ja, mein Vorteil, ich habe natürlich die große Bewegungsreichweite und er wiederum eine verkürzte. Verbesserte Turmgeschosse, Leichenkugel, Führerschaft, plus 6, Belagerungszahl, stellt Garnison bereit. Okay, schade. Größere Mauer bilden, ein mächtiges Bollwerk, das mit schwarzer Magie versehen werden kann, um den Feind fernzuhalten und zu verfluchen. Okay, cool. So, und den hier will ich da nämlich bauen. Rang des Helden bei Rekrutierung plus 2 für Vampire, Fraktion 2. Das ist nämlich so ein richtig geiles Fraktionsgebäude. Hier würde ich dann jetzt die Kohleproduktion, also Geld, reinsetzen und da kommt dann von Karsteins Hufsaal rein. Später. Gut, Essen, Mortenheim, Nagenhof. Nagenhof sollte ich ausbauen. Genau, mache ich. Und den hier, ja komm, ist egal, baue ich auch aus. Okay, ein Düsterberg. Ja, ich habe keinen Bock, dass mir hier verfluchte Zweihandwaffen. Die Garnison ist schon echt nicht schlecht. Ich glaube, wenn das auf der nächsten Stufe ist, kann ich hier auch ihn so ein bisschen abziehen. Ja, so viel dazu. Es gibt einen geilen Kampf. Oh,
Ja, mal gucken, ob der weiter vorrückt in das Land hinein oder sich wieder zurückzieht. Ja, er läuft weiter. Wenn er schlau gewesen ist, hätte er komplett untertunnelt und wäre dann einfach irgendwann mal hier hinten rausgekommen und hätte angegriffen. Vampirzirkel ausbreiten, sehr cool. Ich hatte hier, genau. Vampirische Korruption in allen benachbarten Provinzen. Rang des Helden bei Rekrutierung. Rang des Helden bei Rekrutierung für Nekromanten. Ja, ich laufe jetzt im Prinzip nur hinterher und kann ihn nicht einholen. Burg, ja, und die hat halt kaum was, ne? Und er holt sich jetzt die Stadt, die verliere ich dann schon wieder. Einfach nur Kacke. Warte mal, ich habe doch hier gerade Burg Karadrin. Kann ich ja später. Das bringt Geld, das bringt Geld, das bringt Geld. Dann habe ich da, ups, drei für. Dann könnte ich hier, warte mal, könnte ich eigentlich noch den reinsetzen, um die auszubremsen. Mache ich das hier oder in der, ich glaube, nee, eher in der Nebensiedlung, oder? Ist eigentlich egal. Davon brauche ich hier nichts mehr. Das ist ja soweit, denke ich mal, alles ausgebaut hier in der Hauptstadt. Genau, zack, zack. Den haben wir auch. Haben wir alle drei hiervon. Ja, dann spare ich das Geld. Oh, nee, hier oben, da baue ich aus. Gibt dann noch mal wieder ein bisschen mehr Geld. Okay, Blutlinie der Karsteins. Oskar, ah, okay, mein Hauptheld hier in der Hauptstadt. Der hat direkt die Unsterblichkeit ab Level 4 schon. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Rasendes Blut, Nahkampfangriff, jawohl. Da könnte man fast denken, dass die zweite Ork-Armee die Stadt angreifen wird. Oder würde, wenn ich meinen Helden da abziehe. Chaoskrieger gibt es auch noch. Ich hatte echt gehofft, die werden zügig abgefangen. Ach, guck mal, jetzt geht's los hier. Entscheidender Sieg niedrig. Ja, das schauen wir uns trotzdem an. Und er greift mich an. So, das heißt, ich bleibe jetzt mal hinten stehen und warte ab. Die Skelette könnte ich eigentlich noch mal austauschen gegen irgendwas. Bom. Zack. Mache ich das so? Ach komm. Skelette gehen einfach in der Mitte mit rein. Ihr bleibt hier hinter. So, die Kavallerie und die Kutsche gehen hier schön auf die rechte Seite. Meine Flattermatze hier außen. Ihr geht damit, ups, damit rein. Da würde ich sagen, das passt so. Was kommt denn da überhaupt an? Bei Ablauf der Zeit verliert ihr. Ja, völlig egal, was ich mache. Ich bin immer am Verlieren. Gut, dann machen wir ein bisschen langsamer. Warte mal, nee, nee.
stoppen. So, mal alle gruppieren. So, dann bleiben sie quasi in Formation. So ist gut. Sie sehen cool aus, die Jungs. So, die apokalyptischen Reiter. Die haben sie anscheinend nur geklont. Nee, sieht tatsächlich ein bisschen anders aus. Löchern in seinen Flügeln überhaupt genug Auftrieb bekommen, das ist auch so eine Sache. So, gib mal ein bisschen Gas, Leute. Oh, schön. Gefällt mir optisch richtig gut, hier die Untoten. So, wir sind gleich da. Ihr kämpft ganz links. So, die Fernkämpfer werden sich eh gleich zurückziehen. Ich gehe gar nicht erst mit meinen Schwertkämpfern auf seine Fernkämpfer. So, Angriff. Ihr unterstützt damit. Und du, mein Freund, suchst dir irgendein anderes Ziel. Gehst einfach da mal mit rein. Du presch da mit hinter. Und ihr, wo ist dein Held? Da, ihr geht alle auf ihn. Ihr geht da mit rein. Nahkampfspezi, ja, okay. Machen wir es mal anders. Meine Wargulf holen sich seine Nahkampfspezies. Kurzer Break. So, ihr überfliegt einmal das Gelände und wartet darauf, dass die Fernkämpfer von hinten dann angreifbar sind. Fügen Kämpfern Chance auf mehr. Ah, gucke mal. Verursacht starken Mal. Kann einer Information zerstören. Das machst du da rein, Manfred. Sehr geil. Oh, holt sie euch. Okay. Nächster Zauber. Machen wir ein bisschen langsamer hier. Ich muss mich kurz mal ein bisschen konzentrieren. Sind das meine? Ne, sind nicht meine. Pestatem. Rein da. Du machst hier mal Beschleunigung. Wo war sein Held? Da ist er. So. Verliert klar. Life is a flame. Still my beating heart.
Ach, selbst die Banshee kann Tote erwecken. Sieg, das war's schon. Okay, Pause, Pause, Pause. Warte mal. So, hier, Kavallerie. Ihr holt euch den Nahkampfspezialisten. Der darf nicht entkommen. Wo ist dein Held? Kavallerie. Er hatte doch noch einen Nahkampfspezialisten. Den holt ihr euch. Ja, ich glaube, Banshee ist zu langsam. Nee, guck mal, er kann doch keine wieder erwecken. Habe ich mich verguckt. 17 Punkte nur. Feindlicher Kommandant ist verwundet. Yeah. Gleich weiter auf ihn hier. Ich guck mal, ob ich ihn irgendwie ausgebremst bekomme. So, Kavallerie und Kutsche. Wo rennt er? Da rennt er. Ist er auch down? Ich glaube, der ist auch down. Sehr cool. Der ist auch down. Jo, Gefecht beenden, das war's. Sag, die drei sind weg hier. Ich glaube aber, ich kriege nur einen so einen Blutkoss. Wenn er überhaupt, ja, kann gut sein, ich glaube, da stand verwundet, dass er sich nochmal zurückgezogen hat und mit seinen Resten da irgendwo unterwegs ist. 165 hat er umgelegt, ey. Mit Manfred ist nicht gut Kirschen essen. So, Fähigkeiten. Nee, er hatte gar keinen Punkt. So, die Banshee hat einen Punkt. Schlüpfrig. Geschwindigkeit und Nahkampfabwehr. Angriffsbonus. Führerschaft. Schutz des Grabes. Flinke Füße, Geschwindigkeit, Waffenstärke. Ja, nimm mal den Angriffsbonus, ja? Truppen auffüllen. Seelenwind, Erdung und Einkommen stärken. Flucht der Jahre. Ja, komm, Erdung. Chance auf Kontrollfall. Nee, oder? Ja, ist egal. Nehme ich. Cool, sehr cool. Südliche Oblast. Da steht eine Revolution bevor, okay. Ja, sobald die Armee raus ist, werde ich sie direkt niederschlagen hier mit der Armee. Im Kampf getötet. Im Kampf getötet. Okay, ich würde sagen, ich komme hier unten noch erstmal zurecht. Der hat sich wohl zurückgezogen. Wie sieht's hier aus? Ein Warkulf, kriege ich noch einen zweiten wieder rein. Fluchritter am Harnisch. Verfluchte Zweihandwaffen. Guck mal, nehmen wir doch mal ein Skeletti raus hier. Ist natürlich wieder ein bisschen mehr Unterhalt dann, aber das ist egal. Die sind wesentlich besser als die normalen Skelettkämpfer. Noch einen Skelettkörper raus und hol mir einen von denen an Bord.
So, hat er sich jetzt verbuddelt oder taucht er nochmal wieder irgendwo auf? Ich werde auf jeden Fall zurück zur Hauptstadt. Sufbar. Könnte ich die Hauptstadt ausbauen? 400, 480, aber 11.000 reinstecken dafür, dass ich nur 80 mehr bekomme, möchte ich gerade nicht. Hier ein bisschen mehr Wachstum. Das Tempelhof, da war ich glaube ich gerade. Okay, cool. Hier gehe ich auf jeden Fall auf Level 3, dann kann ich auch die Mine ausbauen. Und hier noch die Verteidigungsgarnison so ein bisschen pushen. Da kann ich es mir nicht mehr leisten. Nehme ich da nochmal raus. Dann verbessere ich eher hier. Okay, bringt nur 50. Nee, hier brauche ich dringend die Verteidigung auf der Seite. Ich würde auch fast sagen, dass ich jetzt mit Willem hier oben irgendwie mich eher aufstelle. Drei Runden. Und die Garnisonsarmee ist jetzt schon echt gut. Ja, okay, das ist egal. Was sagt eigentlich die Zeit? 21, ne? Da haben wir noch ein bisschen. Grimgorgs harte Horde. Wer seid ihr denn? Gerhard Söldner. Ach, come on. Ja, das war doof. Ich hätte nicht gedacht, dass sie direkt angreifen. Und weg ist die Stadt. Oh. Migration, Wachstum, öffentliche Ordnung, Rekrutierungskosten. Ja, willkommen. Holen wir uns direkt wieder zurück, die Stadt. Das war blöd, hätte ich schon eine Runde vorher hinlaufen sollen. So, zack. Ist wieder meins. So, immerhin habe ich die Gebäude jetzt nicht komplett verloren. Die muss ich nur eine Runde wieder aufbauen. Dunkler Pakt, Führerschaft plus 5. Magische Reserven, jawohl. Vampir. Ach. Okay, die kann die hier einsetzen. Das ist natürlich richtig fies. Und du gehst mehr auf Einkommen. Ich setze in der kleinen Nebensiedlung natürlich eher sekundär. So, ab nach Hause, Manfred. ...7.800 jetzt, wo er hier in der Provinz angekommen ist. Das ist gut. Essen, direkt ausbauen. Düsterberg. Könnte ich sowas noch nicht. Ich nehme da später die Hauptgebäude hier. Gott. Nur für den Fall, dass. Kommt da jetzt auch eine Garnison rein. Ach, siehst du, ihn habe ich vergessen. Wilhelm Rathheb. Ich glaube, jetzt müssten es noch zwei Runden sein oder vielleicht auch nur noch eine, bis hier die starke Garnison auf Stufe 4 fertig ist. Everything's gone.
Gucken, was kann ich hier herbeirufen? Ja. Nur das andere. Nur das andere Gesocks. Er baut sich hier auf jeden Fall schon wieder auf. Und ja, nächste Runde ist Düsterberg fertig. Wachstum 4-2, nein. Nach Schraksburg. Färbemittel. Wachstum, Wachstum. Könnte ich eigentlich hier einmal abreißen mit Wachstum? Ich habe es hier nicht mehr so eilig. Stattdessen noch ein Schafott bauen. So, die bauen wir auf jeden Fall aus, die Garnisonsarmee. Da bauen wir ein bisschen aus. Gut, jetzt muss ich aber echt mal irgendwie ein, zwei Runden sparen. Obwohl, nee, ich habe hier alles ausgebaut. Das ist geil. So, du bist auf Stufe 10, mein Freund. Fluch des Untodes. Zack. Noch jemand? Okay, ja, Bewegung will er haben. Kneeling, Greifenwald. Da will ich rein. Nagenhof. Ja, warum nicht? Komm, sitz rein. Schloss Drakenwaldenhof Eschen. Okay, bis da oben kannte ich schon mal. Ja, würde ich sagen, bevor ich mit Manni in den Süden gehe, greife ich vorher nochmal den Reifenwald an. So, meine Landesgrenze geht bis da. Dann komme ich schon mal richtig gut vorwärts. Ach, verdammt. Ich habe was vergessen. Tote erwecken. Nein. Ach, Stellung Marsch. Okay, nächste Runde. Ich habe ja dieses, na, wie heißt der? Diesen riesigen Knochen. Dieses Knochenmonster. Die Großhorden kommen. Wo? Da oben. Okay, dann ist vielleicht gar nicht mal schlecht, dass ich gerade hier auf der Ecke bin mit Manni. Ihr fliegt raus. Tote erwecken? Nein, ich will keine Tote erwecken. Ich möchte Flederbestie. Nee, eine. Also drei Runden dauert das, ja. Schwarze Kutsche habe ich. Auf jeden Fall eine Flederbestie. Gespenster. Sensenreiter. Blutritter. Wo ist denn der Unterschied zwischen Blutritter und Fluchritter? Führerschaft, Nahkampf, Angriff und Abwehr ist höher, Angriffsbonus ist höher. Gut, dann kommst du auch weg. Dann gibt es hier einen Trupp Blutritter. So, dann habe ich die Kutsche. Die beiden Wahrgeists, glaube ich, möchte ich dann nur noch ein und hole mir dafür ein Trupp Sensenreiter. Ja, die Qual der Wahl, ne? Ich kann natürlich auch hiervon einen wegnehmen. Verfluchte Zweihandwaffen. Ja, die sind nämlich nicht ganz so gut, finde ich. Nehmen wir da noch einen Trupp weg. Ein Trupp Sensenreiter. Die haben nämlich auch das Entsetzen mit drin. Ne? So, und eigentlich müsste ich noch einen Trupp Blutritter irgendwie haben. Ja, komm, den weg.
Und Blutritter. Okay. Nekromant, Nekromant. Ja, einer von den Nekromanten sollte ja hier runter zu Insen. Und ein Helden. So, Vampir, Schatten. Ach, kann ich nicht. Meister-Nekromant. Okay, cool. Reittier Rossharnisch. Und auch er hat es direkt bekommen. Ja, nur der Kevin nicht. Ich kann es einfach nicht. Ja, mit Geld sparen. Ich schaff's einfach nicht. So, okay. Salvatore ist ein Level hoch. Auch er hier, Fluch des Untodes. Bauen. Gut, Schloss Tempelhof möchte ich noch nicht ausbauen. Das mache ich, wenn ich mal echt Zaster über habe. Ich könnte jetzt, kann ich nicht, mit der Vampirgruft langsam mal loslegen. Aber das wird noch nichts. Kostet auch 4. Ich glaube, da wollte ich den reinsetzen. Bar brauche ich jetzt auch nicht die schwere große Garnison. So, dann spare ich noch eine Runde und dann kann ich die nächste Runde für Vampire das Ding hier bauen. Okay, noch zwei Runden. Was sagt die Uhr? 31. Ja, die zwei Runden machen wir noch. Und dann holen wir uns oben diesen riesigen Baum. Na, den habe ich schon länger im Fokus. Die Anwesenheit meiner Sippe ehrt mich. Freundlich, das ist cool. Militärischer Zugang, ja, aber gerne doch. Kann ich auf der Ecke so ein bisschen aufdecken. Technikus, gebt dir bitte nach. Chaos Korruption plus 4. Weiß die Kreatur ab. Ein vermummter Fremder aus dem finsternden Almion bringt eine Bitte vor. Er wird gefährlich, doch er versichert euch, dass er friedliche Absichten hat. Ja, Karos Korruption, alle Provinzen. Ich mach's einfach mal. Ich nehme das Geld mit. Um die Korruption muss ich mir jetzt nicht so wirklich viel Gedanken machen. Da habe ich hier eh noch später einige Sachen im Petto. Ich baue ja noch so ein paar Gebäude, die dann die Korruption für meine Seite wiederum erhöhen. So, wie sieht's hier aus? Öffentliche Ordnung ist auf jeden Fall im Plus. Ah, bevor ich es wieder vergesse und verdüdel. Bom. Essen. Na, den hier hatte ich schon. Dann kommt der rein, dann kommt der rein. So, dann geht es hier auf jeden Fall an die finanziellen Geschichten. Braucht mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Vor Jakoba. Okay, wie sieht es denn hier aus, wenn der mitkommt? Da bei dem Baum würde ich nicht nur mit Money angreifen wollen. Das wird eine große Schlacht. Dann ist die Stadt bei minus 13. Minus 13, dann hätte ich 5, 6 Runden, dann müsste ich wieder zurück sein. 1, 2, 3, 4, 5, ja doch, passt. Hoffe ich mal. So, da ist, nein, keine Beeinträchtigung. Nächste Runde geht's los mit Money. So, Eva von Falkenstein, meine Banshee. Gegenschläger. Ja, komm. Zack. Noch jemand, okay. Lutz. Lutz, Lutz, Lutz. Fluch der Jahre. Naja, was brauche ich denn hier eigentlich noch bei ihm? Nicht mehr wirklich viel.
immer ruhig den Fluch dann mit. So. Jetzt wird Manni hier auf die Seite marschieren. Ihn halte ich da auf Standby. Und dann beende ich die Runde. Und dann sehen wir uns in der darauffolgenden wieder, wie wir dann den Greifenwald angreifen. Einkommen von verbotenen Bibliotheken und Türmen des Nekromanten plus 30. Richtig gut. Ach nee, das wird jetzt erforscht. Rang des Helden bei Rekrutierung für Vampire. Und Vampirgrüften. Okay. So, Düsterberg. Was kann ich denn hier schon? Ein Geisterbronn. Generiertes Einkommen 100. Oh, generiertes Einkommen 1000. Dann. Das nehme ich doch gerne mit. Zusätzlich noch den Galgen für die öffentliche Ordnung. Und damit ist das Geld auch schon fast wieder alle. Es ist so schlimm. So, komm, hier ist egal. Bom. Gut, Geld alle. Nächste, ja, ich wäre auf jeden Fall schon dran mit der Armee. Nur noch 19. Wieso nur 19? Habe ich mich wohl irgendwo verzählt. Antlitz des Schnitters, Wahrsagen, Aura Größe, Führerschaft. Leidenschaftlich, Glutaugen, Angriff, Überzeugung. Okay, warte mal, jetzt habe ich mich aber wirklich irgendwo verzettelt. Flederbestie, Sensenreiter, zweimal Blutritter, zwei Wargulf, Wargeist, schwarze Kutsche. Das war doof. Das war echt doof. Irgendwie habe ich mich verzählt. Also einer von den Nekromanten geht ja raus, da kommt dann noch so ein Schattenvampir hin. Auf jeden Fall... Nee. Hier, Manni komplett. So. Gehst auch mal hier oben hoch oder auf die Seite? Nee, geh mal auch ruhig auf die Seite. Das wird auf jeden Fall ausreichen, um da oben einzumarschieren. Ja, das passiert nächste Runde. Kevin! Ah, hier, guck mal, schwer zu treffen. Zack, noch ein bisschen Verteidigung erhöht. So, Leute, das war's. Sobald ich wieder dran bin, beende ich die Folge und dann sehen wir uns in der darauffolgenden Folge wieder, wie wir da die Elfen mal irgendwie zerhackstückeln von zwei Seiten. Bin gespannt, ob ich die plündern kann und was dabei rauskommt, so finanziell. So, Manfred. Ja, das war doof. Dann hätte ich den verfluchten Zweihänder behalten können, den Trupp. Flederbestie, Sensenreiter, schwarze Kutsche. Die Wargulf können dann ja die Flederbestie unterstützen. Und dann, ja, komm. Die sind jetzt zwar ohne Erfahrung, aber die kriegen sie ja schnell wieder. Ach, und er hier oben hat schon eine Flederbestie. Das ist natürlich... auch nett. Okay, noch einmal kurz drüber schauen, was ich hier so bauen und verbessern kann. 2,5 oder 2,2. Okay, passt. Der Rest passt auch erstmal. Okay, cool. Okay, nur noch 7.000, weil Manni jetzt aus den Regionen raus ist. Okay, die warten alle. Und dann mache ich hier Ende. Wir sehen uns gleich wieder und dann greifen wir den Greifenwald an. Ich glaube, bis die Armee hier zurück ist, das dauert zu lange. Und dann, ja, gehört uns der Greifenwald. Und da ist ganz schön viel Kram schon drin. Ich bin mal gespannt, ob die Gebäude bleiben, beziehungsweise in meine Fraktion quasi umgewandelt wird.
bin ich gespannt drauf. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.